Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800, dem Gameplay-Projekt hier auf der Stratigator. Wir sind im Moment dabei, hier Freakton ein bisschen umzurüsten. Und zwar haben wir hier unsere Hacienda hingesetzt, die dafür sorgt, dass wir hier einen ordentlichen Bereich haben, wo wir unsere Farmen durch Hacienda-Farmen ersetzen können und dadurch einfach auf viel weniger Platz viel bessere Produktivitäten erreichen können. Genau, und da werden wir jetzt im Endeffekt weitermachen. Beziehungsweise, was ich gerne vorher noch machen möchte, ist ein anderes Feature der Hacienda zu nutzen und einfach mal auszuprobieren, denn über die Hacienda selber, also wir können natürlich erstmal noch Richtlinien einfügen, die sich jetzt hier auf alle Bewohner der Insel ausübt, obwohl die nicht im Radius sind. Auf der Insel, ja, das ist ja krass. Also wir können hier den Lebensmittelverbrauch senken, das ist im Endeffekt nicht das wirklich Relevante für diese Insel. Da wäre es mir lieber, wenn wir irgendwie hier die Lagerkapazität erhöhen könnten. Pro Lager, also pro Depot auf der Insel kriegen wir nochmal 75 drauf. Das wäre ja einiges, weil bisher sind wir auch nur bei 1800. Das können wir aber auch noch anders erreichen. Und dafür bräuchten wir 450 Attraktivität auf der Insel. Wie wir das genau machen, können wir uns auch nochmal mit beschäftigen. Solange machen wir hier natürlich mal die Lebensmittelreduktion rein, wenn das schon geht. So, und wir können aber über die Hacienda auch Unterkünfte für Journaleros bauen. Und da sollen mehr Leute Platz drin finden. Das geht natürlich nur im Radius der Hacienda. Das heißt, wir reißen jetzt hier. So viel dürfen wir tatsächlich nicht abreißen, sonst haben wir hier keinen Radius der Hacienda mehr. Also, was ist eigentlich mein Ziel damit jetzt? Mein Ziel ist damit, dass wir darüber den Radius noch so weit erhöht kriegen, dass wir hier alle Häuser austauschen können gegen die aus der Hacienda. Das fände ich richtig, richtig cool. Jetzt brauchen wir 1000 Bevölkerung hier auf der Insel. Jetzt haben wir 900. Mit denen sollte sich das also erledigen, weil die hier im Durchschnitt 24 Bevölkerung haben. Das ist eine ordentliche Ansage für so ein Journalero-Haus. So, und hier haben wir immer noch ein Problem mit dem Treibstoffwareneingang. Das kann ich ja fast nicht glauben. Und der Tankhof hat gleichzeitig ein volles Lager. Also der wird die versorgen, plus dann hier so ein bisschen was. Aber ich sehe gerade auch, der fährt bis hier. Das ist ja Quatsch. Liegt es denn hier am Öl? Könnte am Öl gelegen haben. Liegt es daran, brauchen wir hier quasi eine zweite Eisenbahnroute, damit hier die Züge auf mehreren Ebenen fahren können. Wir können das natürlich jetzt nicht auf kompletter Breite einbauen, aber wir können zumindest, ich sag mal, hier sicherstellen, dass hier noch ein zweiter Zug fahren kann. Und wir könnten das dann natürlich auch berücksichtigen, wenn wir hier den kleinen Ölhafen ein bisschen umbauen. Also wir bauen den Ölhafen ja nicht um, aber das, was hier quasi im Bereich ist. So, sind wir jetzt schon wieder bei 1000 Einwohnern? Nee, noch nicht. Okay, dauert noch einen Moment. Dann verschieben wir das mal ein Stückchen nach hinten. Das Dumme ist natürlich halt jetzt wirklich, dass wir dadurch jetzt Radius eingebüßt haben, der eigentlich halt da ist. Ich dimensioniere hier jetzt mal kurz noch ein bisschen nach, damit wir hier auf Nummer sicher gehen können. Und hoffe, dass wir jetzt flott wieder auf die 1000 kommen, weil sonst fällt es mir auch schwer zu sagen, hey, wie viel, wo bauen wir denn hier, wo müssen wir mit der vordersten Front quasi an Kautschukplantagen von unserer Hacienda denn hin, damit das überhaupt passt alles. Weil wir wollen den Radius natürlich auch ordentlich ausnutzen. Und dafür müsste natürlich erstmal eigentlich feststehen, wie groß der Radius ist. Vielleicht rede ich auch jetzt einfach noch ein bisschen weiter, bis wir hier das Ganze dann wieder erreicht haben. Haben wir hier tatsächlich ein Warenproblem? Nee, alles dicke vorhanden. Also insofern sollte das kein größeres Problem sein. Was ich mir noch angeguckt hatte ist, ich habe mir mal angeguckt, wie sieht es mit Kautschuk aus. 237 machen wir jetzt gerade auf der Insel hier. Und insgesamt machen wir 307 und 40. Das heißt, einen Riesenanteil machen wir jetzt schon hier auf der Insel davon. Und der Rest dürfte dann hier drüben auf Dance District sein, was wir ja beim letzten Mal wieder angeschlossen haben, nachdem das jetzt ewig nicht angeschlossen war. Große Katastrophe von uns da organisatorisch. Aber
Ich könnte mir vorstellen, weil das hier wird nur ein geringer Teil der Produktivität sein von den 200, habe ich jetzt schon wieder vergessen, 237. Sagen wir mal, das sind 50 Produktivität vielleicht. Wenn wir das rausnehmen können, das wäre ein großer Fortschritt. Und ich sehe jetzt gerade hier, unser Lager an Kautschuk läuft voll. Das soll natürlich auch nicht Sache sein. Und bis wir dann wirklich mal diese Maßnahme einsetzen können in unserer Hacienda, werden wir jetzt einfach mal hier ordentlich nochmal aufforsten. Wobei ich mich gerade frage, müssen wir hier noch Platz lassen für irgendwelche Anlegestellen? Das sollten wir vielleicht nicht vernachlässigen, weil hier durch die, hier werden natürlich dann jetzt einige Inseln von abhängig sein, von der Kautschukproduktion dieser Insel hier. Dass wir hier zumindest ein paar Anlegestellen haben, ist wichtig. Hier kann er nochmal einer so rein. Den hier können wir vielleicht noch versetzen. Hier hin versetzen, denn dann kriegen wir hier zum Beispiel noch eine Anlegestelle hin. Ja, so machen wir es dann mal. Jetzt sind wir schon auf 2400. Das ist deutlich mehr. So, wie schaut's aus? Wir haben es erfolgreich überbrückt. Und jetzt können wir hier mit unseren Jornalero-Unterkünften mal hingehen und sagen, wir würden die gerne mal hier hin platzieren. Die sind größer als normale Häuser. Das ist natürlich jetzt organisatorisch schon mal schwierig, dann hier einen richtigen Anschluss zu finden für das eine, was jetzt noch hier hinten steht. Tja, und eine Brücke lässt sich hier halt auch nicht richtig realisieren über eine Ecke. Bedeutet ja eigentlich, dass der hier keinen Platz kriegt. Oder dass wir sagen, hey, wir sparen uns hier so ein Haus. Kommt die Kirche halt dahin, was nicht passt. Cool. Das war ja mal mega verkalkuliert. Dann versetzen wir doch das Haus dahin. Dann kann die Kirche dahin. Und dann kriegen wir hier zumindest den Platz, das hier einmal rumzuziehen. So, und die können jetzt bis zu 60 Bewohner erreichen. Jetzt haben die hier 60 statt 36, ist natürlich schon mal eine Ansage. Jetzt haben die ein Hacienda-Grundbedürfnis, was nicht erfüllt wird. Das ist natürlich schon ein Downer. Das bedeutet, diese Siedlung müsste man eigentlich in direkterer Straßennähe zur Hacienda bauen. Das war mir jetzt natürlich noch nicht bewusst, aber dafür lernen wir es ja jetzt auch, ne? Was jetzt versorgt ist, sind halt die gebackenen Bananen und die Ponchos. Schnaps ist halt nicht versorgt, müssten wir importieren. Was noch gar nicht hergestellt wird, ist, glaube ich, die Chili-Soße. Und insofern finde ich die gar nicht so viel attraktiver. Wir können das ja jetzt einfach mal laufen lassen. Quasi mit exakt denselben Sachen drin. Was halt fehlt, ist der Hacienda-Anschluss einfach. Das sind schon mal 7 Stück. Aber wir lassen die sich jetzt mal etablieren und gucken mal, wo wir hier rauskommen, wenn wir das jetzt rein auf Jornaleros umstellen. Wir können das ja einfach nachgucken. Also hier kommen wir bei 8 raus. Hier kommen wir nochmal bei 2 raus. Ein 10. Hier drüber gibt es keine extra. 12 plus 6, 18. Plus 4, 22. Plus 2, 26. Das sind schon 2 mehr, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Obwohl wir die Hacienda nicht angeschlossen haben. Das ist schon an sich schon mal nicht schlecht, ne? Also jetzt nicht das Riesen, die Riesenersparnis, aber an sich eine gute Sache. Okay. Gut. Jetzt ist die Frage, pokern wir natürlich jetzt noch hier drauf, dass wir 1200 voll machen. Ich glaube, wir beginnen hier jetzt schon mal mit dem Umbau. Also was der Umbau natürlich erstmal bereitstellt ist, zack, die müssen erstmal alle weichen. Und hier haben wir sogar schon die richtigen Items drin, also die, die wir so jetzt auch benutzen. Jetzt ist natürlich die große Frage, wollen wir hier das Straßensystem ein bisschen umbauen? Dass wir einen Anschluss quasi hier legen. Und dann, wieso sind die nicht angeschlossen jetzt? Warum beschweren die sich jetzt? Ach so, weil wir hier noch ein Stück Straße mit abgerissen haben. Das ist natürlich doof. So, was ich mich jetzt gerade frage, ist, machen wir das irgendwie, kriegen wir das hier anständig verlegt, sodass wir hier
eine Straße durchführen könnten. Ja, kriegen wir. So. Ist das denn attraktiv? Also dann könnten wir hier den Bereich natürlich ausfüllen mit einer Farm. Was erstmal nicht falsch ist. So. Ich glaube, hier werden wir aber auch noch mehr Handelskammern brauchen. Aber vor allem muss halt eine Handelskammer genau hier im Grenzgebiet unterwegs sein. Also eigentlich hier. Oder wir gehen hier mit zwei. Also regeln mit einer von hier. Dann mit einer von hier. Da müssen wir mal kurz die Lagerhäuser für versetzen. Beziehungsweise ich reiß die jetzt mal ab, weil das kostet eh nichts, die wieder hinzustellen. Sondern eine von hier. Und dann kriegen wir noch eine hier hin. Das wäre natürlich cool, wenn wir die Straße ein bisschen versetzen. Weil dann hätten wir hier schon wirklich einen großen Bereich, den wir auch nutzen können. Ja, guck mal, hier würde sich das doch ganz gut machen. So, dann könnten wir hier jetzt zum Beispiel noch was reintun. Wir packen hier mal nochmal ordentlich die Items rein. Machen dasselbe auch mal hier. Zum Glück haben wir die ja schon vorproduziert und reingetan. So, auch hier die Lagerhäuser, die möchte ich eigentlich gerne mal weichen lassen erstmal. So, und jetzt können wir hingehen und sagen, gut, dann bauen wir jetzt hier zum Beispiel eine Hacienda-Farm hin. Kriegen wir hier noch das noch um eins versetzt irgendwie? Nee, ne? Hier dürfen wir nicht hin, weil es sich dann mit der da unten kabbelt. Kriegen wir die noch einen nach unten versetzt irgendwie? So. Weil dann kommen wir hier hinten noch mit dem Feld rein. Das gefällt mir ganz gut. So, und dann ist die Frage, wie viel Platz brauchen wir denn hier wirklich? Und ich würde sagen, wir starten da jetzt einfach mal. Ah, und wie weit geht jetzt der Hacienda-Radius? Guck mal, jetzt kommt das sogar hier an. Nicht top versorgt, ne? Aber immerhin versorgt. Es ist aber halt auch ein verdammt ekliger Weg, der hier gegangen werden muss. Hätte ich das gewusst, hätten wir vielleicht doch hier eine gerade Straße irgendwie runtergeführt. Aber das jetzt alles nochmal umzubauen, das lohnt sich nicht bei uns. Jetzt kommen wir immer noch nicht da rein. Es fehlt da noch ein Feld. So, und wenn wir so gehen, dann können wir hier nochmal einen versetzen und können hier doch noch den Platz ausnutzen. Machen wir mal so. Alright. So, und wenn wir jetzt den Platz ausnutzen, dann sind wir hier schon am Ende. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie wir das jetzt irgendwie sinnvoll hinkriegen. Denn im Endeffekt werden wir jetzt hier die Straße dann anpassen. So, mein Gedanke war jetzt gerade, wenn wir das hier hinsetzen und dann hier ausfüllen, dann kommen wir hier oben ganz gut raus. Drei Felder zu viel. Die kriegen wir doch hier noch weg. Dann nehmen wir die drei Felder nämlich noch hier oben hin. Vier Felder zu viel, okay, aber das ist in Ordnung. Ah, jetzt haben wir aber, okay, ich habe gedacht, dann wären wir hier ja gerade, sind wir aber gar nicht. Vielleicht wäre hier dann noch ein ganz netter Spot für so ein Lagerhaus oder eigentlich eher hier oben. Weil dann geht die Straße nämlich hier so und kann hier dann abweichen. Dann werden da oben zwar ein paar Felder verloren und wir haben jetzt hier Kurven eingebaut. Aber diese Kurve hier können wir sogar noch wegmachen, weil wir ja hier hinten noch Platz haben, um weitere Felder anzulegen. Und das machen wir auch einfach, damit es auch schön aussieht. Jo, und dann können wir das ausbauen. Und dann ist zumindest hier die Caucho-Hacienda. Ist gut überversorgt mit 20 Feldern zu viel, knapp. Macht das irgendwie anders Sinn, frage ich mich gerade. Macht das Sinn, von hier eine Straße rüberzuziehen? Ich vermute fast nicht. Die hier ist nämlich auch nicht überbesetzt. Oh, aber was wir noch, wofür wir noch Platz lassen wollten, ist, dass wir hier noch potenziellen Tankhof hinbauen. Und dann brauchen wir natürlich hier noch sowas hin. Und ich frage mich gerade, bauen wir einen Tankhof oder bauen wir keinen? Weil wenn ja, dann bauen wir ihn wahrscheinlich hier. Kann ich mir alle Radien der...
Ich kann mir alle Radien anzeigen lassen, wenn ich das so mache. So, dann wird der Tankhof hier hinkommen. Das ist sehr zentral gelegen dann. Und nicht sehr stark im Radius einer Handelskammer. So, dann würden wir das einmal so führen. Dann wäre der Tankhof hiermit angeschlossen und könnte seine eigene Versorgung zur Verfügung stellen. Alright. Ich weiß nicht, ob wir das überdimensionieren. Wahrscheinlich wieder, ne? Der wird hier erledigen. Da kommen dann wahrscheinlich doppelt, also ziemlich genau das Doppelte an Farmen drauf. Das heißt, das sind dann 10. Hier haben wir schon einige stehen, um ehrlich zu sein. Gucken wir uns das mal kurz an, wie viele das jetzt sind. Das können wir hier über Hacienda Farm. 20 Kautschukplantagen sind das schon. Also das alleine sorgt schon dafür, dass einer unserer Tankhöfe ausgenutzt ist. Also der hier zum Beispiel. Oder der halb, der macht halb oben, der macht die Hälfte hiervon dann nochmal. Der macht dann halb hier und halb hier. Und der wäre dann für den unteren Bereich hier. Also so dick über versorgt ist es nicht. Wobei wir natürlich auch mal gucken könnten, das habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf. Tankhof, was gibt es denn da für Items? Natürlich gibt es einen Feras. So, und mit extra Produktivität im Tankhof haben wir ja gelernt, mit 100% Produktivität kommen zusätzliche Waren dazu. Was also eigentlich eine gute Sache ist. Aber da jetzt noch eine Handelskammer reinzukriegen, die halt nur für den Tankhof ist, ist nicht möglich. Hier, den hier zum Beispiel, den könnte man noch versorgen darüber. Oder den vielleicht. Ach, guck mal, hier haben wir sogar eine Handelskammer stehen. Ach, schau. Mit der wir Arbeitskräfte reduzieren. Da könnten wir jetzt natürlich quasi einmal den anderen mit versorgen. Na, geht nicht. Geht nicht. Die Radien der anderen Handelskammern sind zu krass. Okay. Die Optimierung, die lassen wir mal noch offen stehen, wie das Ganze ablaufen soll. Hier kommt jetzt auch das erste Mal Öl bei dem neuen Tankhof an. Und hier haben sich jetzt mittlerweile ja, zumindest schon mal ein paar Leute eingesammelt. Dauert aber noch ein bisschen. Okay, gut. Wir haben jetzt ein bisschen Planung getrieben. Jetzt ist natürlich noch mal die große Frage, bis wo ist jetzt der Hacienda-Radius? Oh, er hat sich erweitert. Er hat sich erweitert. Geil. Weil wir mehr Bewohner haben. Wir haben jetzt 1200 Bewohner. Und das ist jetzt auch das Maximum. Über 75 Radius geht nicht. Das heißt, es lohnt sich vielleicht gar nicht zu überlegen, das alles auf Hacienda umzustellen. Aber das ist ein Thema für wann anders. So, Hacienda-Radius nochmal schnell angucken. Oh, da könnten wir schon einiges reinkriegen jetzt. So, das heißt, wir wollen eigentlich genau auf dieser Linie extrem viele Farmen haben, damit wir hier runter können. Genau da. Dass sie genau noch im Radius der Hacienda drin sind. So. Und das wird jetzt ein großes Thema, weil ich weiß gar nicht, wie wird denn das jetzt angezeigt? Okay, da ist grün, da ist rot. Okay, hier geht. Dann geht hier. Das ist jetzt so ein bisschen ausprobieren. Wir platzieren jetzt erstmal die Hacienda-Farm wieder so, wie wir sie reinkriegen. So, und das ist jetzt nicht mehr drin. Hier die Handelskammer steht dann aber auch ein bisschen ungünstig. Weil da können wir ja dann noch eine reinkriegen, noch eine Farm. Und das ist ja attraktiver, als die Handelskammer drin zu haben, weil die Handelskammer drin zu haben, bringt uns gar nichts. So, und jetzt haben wir was sehr Interessantes, weil jetzt ist quasi nicht der Platz hier drin gefragt, sondern der Platz draußen. Wobei ich gerade am Überlegen bin, ob wir hier hinten Lagerhäuser dann bauen. Nee, machen wir nicht, weil das wird ultra der Pain, die anzuschließen. So, das bedeutet, jetzt kriegt jede von diesen Farmen direkt vor sich gesetzt. Macht Sinn, direkt vor sich gesetzt? Guck mal, wenn wir es jetzt so bauen, dann können wir hier eine Straße quasi rausgehen lassen. So, und dann würde... Ach, das ist zum Beispiel doof, dass man das nicht kopieren kann. Würden wir jetzt hier und hier. Und dann kommt hier auch direkt wieder hier dran. Unsere restlichen Sachen. Aber wir hätten natürlich jetzt auch mal...
nachvollziehen können, wie gerade so unser Platz, unsere Produktion ist. Das hätte ich eigentlich gerne mal noch gesehen ohne die. 187, sagen wir mal, es ist um 50 abgesunken. Dadurch, dass wir die anderen rausgenommen haben. Und die hier müssen ja noch in die Produktion reinkommen. So, und jetzt kommt dann eigentlich hier dann wieder eine Straße lang. Und da ist es jetzt wieder so ein bisschen ausbalancieren. Was kriegen wir noch in den Platz rein? Und was nicht mehr? Hier, das können wir mit an, mit an die Straße anschließen. Und dann wäre es vielleicht geschickter sogar, die Straße hier lang zu verlegen. Und dann quasi die hier oben einfach reinmünden zu lassen. wobei wir jetzt hier natürlich noch keinen Dünger gebaut haben. Das brauchen wir schon noch. Zum Beispiel da. Und dann wird es schon wieder ein bisschen unattraktiver, das noch so hochzuziehen. Aber wir müssen, wie gesagt, die Straßengebung wird sich jetzt maßgeblich daran orientieren, wie es quasi nach hinten läuft. Also wie wir hier diesen Platz jetzt ausgefüllt bekommen. Das Innenleben der Insel quasi. Weil mit denen können wir hier noch ausfüllen. Und im Zweifelsfall, was ich glaube, was wir auf jeden Fall brauchen werden, weil die hier das nicht ausnutzen werden, werden wir hier noch weitere Farmen brauchen, die dann halt nicht in der Hacienda sind. Jetzt frage ich mich gerade, ist das so smart, die direkt aufs Edge zu setzen? Wahrscheinlich nicht. Denn wir können drinnen noch viel mehr Farmen bauen, die dann einzeln ihre Sachen rausführen. Also genau aufs Edge zu gehen, macht hier keinen Sinn. Warum habe ich das gemacht? Weil ich blöd bin wahrscheinlich. Vermutlich. Kann man aber nur mutmaßen. Jetzt bin ich das gerade wirklich nochmal am Hinterfragen, ob wir das so bauen sollten. Ich glaube nämlich nicht. Weil wir haben hier eher ein Problem. Oder oh, ich kann gerade gar nicht mehr einschätzen. 83 Felder. Das ist nicht viel. Das sind 83 Felder. So. Wenn ich jetzt mal noch hier die 83 irgendwie dazu nehme. Ich glaube nicht, dass wir die... Oder? Kriegen wir die Insel potenziell hier mit denen da oben ausgefüllt? Ich probiere jetzt einfach mal gerade ein bisschen. Einfach grob rumprobieren mal kurz. So, das sind jetzt schon fast die Hälfte gewesen und wir haben definitiv nicht die Hälfte ausgefüllt. Das heißt, es passt nicht. Okay, dann müssen wir das umdenken. Wir müssen möglichst viele Farmen hier in den Bereich der Hacienda noch kriegen. Die dann einzeln ihre Stränge rausführen. Aber mit 83, du kommst halt echt nicht weit, ne? Es könnte sein, pass mal auf. Wir machen das mal wie folgt. Den Teil hier reißen wir nochmal ab. Und werden den anders aufbauen. Wir bauen den nämlich jetzt so auf, dass wir wirklich ganz hinten anfangen. Und sagen, okay, hier kommt jetzt eine Versorgung dran. Sondern geht der theoretisch ganz außen wieder lang. Wir machen es jetzt mal nicht ganz außen. Ach doch, eigentlich müssen wir ganz, ganz außen lang. Aber wir müssen eh an diesem Lagerhaus hier, an der Handelskammer vorbei, was wieder die Position von der ein bisschen in Frage stellt. Aber hey, so ist es jetzt. So haben wir uns entschieden. So. Der Platz wird natürlich ganz ausgenutzt. So, und damit kommen wir jetzt doch schon ein ganz gutes Stück weit. Aber wir kommen halt nicht bis ans Ende der Insel. So. Und das sind jetzt alle Felder ausgenutzt, die wir für diese Hacienda-Farm brauchen. So. Und meine Idee ist jetzt gerade, jetzt brauchen wir eigentlich hier eine weitere Hacienda-Farm. Die dann natürlich ihre Traktorscheune hat. Guck mal, dann könnten wir die... Nee, können wir nicht. Wir könnten die hier hinsetzen. Und dann das Düngersilo hier dran.
So, und dann füllen wir natürlich erstmal die Kästchen auf, die hier halt einfach frei sind. Können wir das noch rausholen, dass wir hier auch noch das... Nee, glaube ich nicht. So, und jetzt führen wir den quasi wieder raus. Und das ist jetzt halt immer ein bisschen die anstrengende Arbeit. Oder wir überlegen uns, weil das hier bringt uns eh keine Ersparnis, weil wir müssen mit jedem, jeder weiteren Farm hier außen rum, dass wir dann hier lang gehen. So, dann machen wir es uns da in der Ausführung kurz mal ein bisschen einfacher. So, mit jeder Farm rücken wir jetzt quasi ein bisschen näher ran an das Zielgebiet und füllen da schon mal ordentlich auf. Natürlich ein Silo und natürlich eine Traktorscheune, die dann aber auch einen Straßenanschluss brauchen. Ja, hier kriegt der. Hier so. Und du hast einen. So, dann geht es hier natürlich wieder raus. Jetzt müssen wir auch schon wieder aufpassen, dass wir auf jeden Fall noch eine Straßenanbindung für die alle irgendwie möglich haben. So, hier füllen wir jetzt mal noch eins zusätzlich auf, weil da, es geht quasi ja nur darum, dass wir möglichst viel rausbekommen. Und das kriegen wir nicht besser raus, indem wir da uns quasi hier die drei Felder noch frei halten. So. Und damit sind wir hier auch schon wieder am Ende. Oi. Also, das wird ein größeres Projekt hier, den Platz richtig auszunutzen. Wir müssen es einfach probieren. Ich möchte es gerne mit euch probieren und freue mich auf die nächste Folge, wo wir das dann weiter angehen werden. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Anno 1800. Bis dann. Ciao. Weise uns den Weg zum Horizont, wo die Flamme der Freiheit brennt.